So, da sind wir wieder. Ich höre auf mich zu schießen, Mann. Jetzt schieße ich aus einem scheiß Boot raus. Alter! So. Au! Drecksau! Vom Schiff runtergeschossen. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ja. Und ja, mein Boot ist kaputt gegangen. Ja, hier drüben sind noch mehr. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause und dann, würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Hausanbau, oder? Ja, brauchst du viel Material? Ja, freilich. Wenn ich hole halt ein wenig Holz oder so. Oder hole ein wenig Stein oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich hätte TNT im Angebot. Also ich habe mir auch TNT ohne Ende mitgenommen. Ich habe 31 TNT mit. Echt? Ja. Ich habe einen Stack. Alter. Boah, ey, hier drüben ist wieder so ein Turm, der in den Boden reingeht. Nein. Nein, wir gehen erstmal nach Hause. Genau, erstmal at home sweet home. Waren wir da schon drauf? Ja, da waren ja, wir schon drauf. Das war das erste. Da waren wir schon drauf. Sollten uns bei der Markierung setzen, wo wir schon drauf waren und noch nicht. Ach nö, das sieht man ja, wenn keine Mobs da drauf sind. An den Türmen sieht man auch, wo man schon drin war. Ja. Die stürzen ja dann schön ein. Auf jeden Fall war das chillig. Und wir haben unseren ersten Turm von innen gemacht. Mhm. So. Ja, du willst eigentlich immer nur von außen ergaunern. Warte mal. Kaktus. Alles mitnehmen. So. Ja, uns wird gleich dunkel. Egal, ich hab Life Essence. So. Ich nehme gerne Loving Thunder so wüsste mit. Für Fenster und so weiter. So. Zack, 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 zack. Weil dann können wir uns jetzt nämlich gleich mal ein bisschen da ein bisschen vergrößern, weil wir brauchen langsam mal ein Lager und so weiter. So. Weil so langsam finden wir doch richtig viele Sachen. So. Zack, zack, zack. Die Bude ist auch total zusammengefallen. Also ich bin at home. Ja, ich auch gleich. Gleich, ich bin schon um die Ecke. Schnell. Nach Hause. Mann, das so komische Geräusche hier. So. Zack. Da sind wir. Hallo. So. Okay, jetzt werden wir glaube ich erstmal hier. Ich habe eine Meteoriten-Axt. Was? Mhm. Weil ich es einfach kann. So. Repair Cost 13. Okay, dann ist mein Schwert ist. Mein Schwert ist jetzt Schärfe 5 und hat genau Schärfe 5 und ist wieder repariert. Oh, nicht wegschmeißen. So. Okay. Das ist ein normaler Creeper. So. Zum Reparieren brauche ich noch einen Iron Bow dazu, ne? Wenn du einen Iron Bow hast, dann ja. Ich verstehe das eh nicht, dass das Ding hier nicht, bei dir nicht funktioniert. Keine Ahnung. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Gut. Pass auf, dann legen wir uns jetzt erstmal hin. Und dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, ein bisschen hier die Bude ein wenig größer zu bauen. Dass wir uns erstmal ein kleines Lager zumindest erstmal bauen. Weil... Guck mal. Hä? Alter, geil. Die hat sogar Effizienz 2 drauf. Geil. Ich glaube, wenn du damit einen großen Baum fällst, ist die Sache auch gegessen. Gleich mal twisten das Ding. Alter, was rennen hier draußen an Creepern rum, Alter? So. Erstmal die Spinne weggehittet.
Ja, nur gleich noch ein bisschen XP sammeln gleich wieder. Ding, 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 ding. So, okay. Wir bleiben aber in dem Haus, oder? Oder wollen wir die Festung rüberziehen? Wie Festung rüberziehen? Na, halt hier, nee. In diese Festung. Ich baue lieber, also ich will lieber fürs Haus. Also Haus, okay. Gut, dann trage ich an der Seite schon mal ein bisschen die Erde ab. Will ich so einen großen Baum fällen? Ich finde aber keinen. Weil wenn wir jetzt nämlich die Erde hier weg haben, dann können wir hier drüben gleich ein wenig rüberbauen. So, ich meine, wir brauchen ja kein Monsterhaus, wir brauchen eigentlich bloß ein Lager noch dazu. Alter, vor allem schnell ist diese Drecksaxt, ey. Gerade auf so einen großen Baum drauf gekloppt und ein Baum fällt. So. Gut. Wir brauchen mehr Meteoriten-Äxte. Ja, weil da würde ich nämlich sagen, bauen wir nämlich hier hinten das Lager an. Können wir dann hier Durchbruch machen und hier anbauen. Genau. Würde ich jetzt so pauschal mal vorschlagen. Bauen wir jetzt hier einfach noch so ein bisschen Dirt hin. Dirt, Dirt, Dirt. Ja, ich baue mal oben drauf den Dingern. Du kannst da nicht drauf bauen. Was ist für ein Scheiß? Da ist ein Fuchs. Hallo Fuchs. Ach, du musst jetzt die ganzen Dinger wegreißen, richtig. Das ist ja ätzend. Was, ein Fuchs? Mhm. Fuchs. Ach komm, geh kaputt. Das ist eine Scheiße mit den Dingern. Ich meine, normales Gras geht ja auch direkt einfach weg. So. Oh komm, ist auch wieder so eine spezielle Blume, oder? So, so. Weil dann können wir jetzt nämlich hier schön das Lager ranzimmern. Würde ich sagen. Weil Lagerplatz brauchen wir auf alle Fälle. Sonst wird das nämlich hier nix. So, gut. Ich glaube, Holz haben wir noch drinne. Ja gut, Holz, Holz haben wir mehr als genug. Ja. So, das da rein, das da rein, das da rein. Spruce Wood. Spruce. Boah, ich glaube, ich habe Lapis gefunden. Echt? Also ich habe von welchen im Tower habe ich von welchen gefunden. Nee, war das im Tower oder war es auf dem Schiff? WTF, was ist das denn? Ach, das ist. Oh. Das sah gerade komisch aus. Das ist nur so ein komischer Goggle. Halt so ein. Wie heißen sie? Hier so ein. Ja, hier so ein Strauß. So. Ja, ich würde sagen, fürs Lager reicht die Größe. Ja. Und wir gleich mal eine Axt bauen. So. Das schließen wir dann hier so an. Genau, da können wir nämlich die Fenster hier wegmachen. Genau. Machen wir das aber so. Dann bauen wir nämlich trotzdem jetzt ganz normal hier rum. Gut, hier habe ich gesagt, mache ich den Durchbruch. Durchbruch machen wir da. Gut, und dann kann ich nämlich mein Bett danach einfach wegnehmen und dann kommen wir dann da, wo jetzt mein jetziges Bett steht, kommen wir dann ins Lager. Ich schlafe dann halt im Lager oder so. Der Lager Larry. Ah, mir egal. Hauptsache, wir haben genug Platz zum Ressourcen hinpacken. Ja. Wie es halt hier bei Hexe echt Steine gibt, wo Knochen drin sind. Ja, das habe ich schon gesehen. Habe ich zu meinem Erschrecken schon mal sehen müssen. Ich weiß zwar nicht, wie da Steine reinkommen, aber es sind bestimmt irgendwelche Urzeitteile oder so. Und da auch noch. Ist auch Lapis hier. Lapis. Lapsis. Lapsis.
So. Und dann geht's jetzt hier rum. Da, dann geht's hier rum. Gut, und hier oben noch weiter. Gewinne jetzt zwar, glaube ich, keinen Schönheitspreis, aber... Ich meine, es soll ein Lager werden, ne? Ja. Ja, wieder das scheiß blöde Holz. Geh ab. So. So. Wo geistest du eigentlich wieder rum? Och, ich sehe gerade hier so viele Ressourcen, so ich habe gedacht, ich baue da kurz mal was ab. Alter, wie übel das ist, hä? Keine Ahnung. So. So. Hier würde ich sagen... Fenster. Warte mal. Kiste, Kiste. Machen wir hier noch zu. Und dann kommt hier Fenster. 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 Und hier haben wir gerade mal wieder zu. Ey, ich habe sogar... Ich habe sogar symmetrisch gebaut, ohne dass ich es eigentlich geplant hatte. Ich fasse es ja nicht. Gut, das können wir komplett zunageln hier. Müssen wir natürlich von innen auch zumachen. Sonst schaut es wegen hohl aus. So, jetzt brauchen wir Glas. Ich habe extra noch... extra noch Sand gesammelt. Kann das schon mal brutzeln. Gut, Kiste, frei, Kiste. Also müssen wir noch einen höher. Noch einen höher. Zack, zack. Ja, komm hier noch nicht hoch, muss ich noch einen Dirty legen. Einen Dirty Harry. Dirty. Dirty? Dirty Harry. Dirty Harry. So, so, so. So. Ich fräse hier gerade mit der Axt eine Spur rein, Alter. Baust du Holz ab oder was? Ja, ich hab gedacht, wenn ich eh schon da lang laufe, dann kann ich auch gleich das Holz mitnehmen. Ja gut, Holz haben wir eigentlich genug. Also Holz reicht eigentlich. Mag's sein. So, ich lasse auf jeden Fall erstmal ein flaches Dach, eventuell, falls wir vielleicht später noch irgendwie noch so einen kleinen Bauwahnsinn kriegen, dass wir vielleicht oben drauf noch irgendwas bauen wollen. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja, und es reicht mir wieder nicht. So. Erstmal wegen Brot reinschmatzen. Du könntest eigentlich dann, wenn du dann wieder hier bist, auch mal ein bisschen ein Feld anlegen. Hier draußen. Für... Baumwolle oder irgendwie sowas. Müssen wir vielleicht irgendwie mal ein bisschen Baumwolle noch irgendwo finden, weil da können wir nämlich dann auch Strings rausmachen. Stimmt, ja, stimmt, das Baumwolle kann man... Ja, dazu brauchen wir halt aber erstmal Baumwolle. Das ist halt wieder das... Nächste. Ich hatte zwar schon mal irgendwo Baumwolle, aber ich habe sie, glaube ich, damals gar nicht mitgenommen. Wo ich sie gefunden habe. So, Oakwood. Oakwood. Weg damit. Gut. So. Hä? Ich habe das falsche Holz genommen. Mann! Ich brauche Spruce Wood, nicht Oakwood. Spruce. Shit, wir haben kein Spruce. Hast du noch Spruce Wood? Spruce Wood ist Tanne. Ja, Fichte ist dasselbe. Wie viel brauchst du denn? Ja, ich denke mal so 2 Stacks noch ungefähr. Aus Plätt, Dings, Planken, 2 Stacks,
könnte ich gerade noch so haben. So. Ich hab... Ja, ich habe keinen Platz. Ich habe 6 Stacks unrefined wood. Das ist gut. Das wo räumst du rein? Moment. So. Das kommt noch weg. Okay, das kommt gleich weg, dann mache ich gleich halber mal erstmal so, so. So. So, so. So, so. Okay, hier. Wenn du reinkommst, rechts machen wir gleich so Holz und Stein und sowas, also Baumaterial. So. Also wenn du drüben ins Lager reinkommst, gleich rechts. Kannst du das Zeug reintun. Ja. Aha, jetzt ist sogar noch Lapis. Okay. Oh, welches gibt Unterschied? Tannenstamm, Fichten und Eichenholz. Ja. Schaut halt auch unterschiedlich von der Farbe her dann aus. Naja, das, die Tanne ist eher so grün-gelblich. Hast du jetzt Dings mitgebracht, Spruce? Also Tanne oder sowas? Was hast du denn in der Hand? Tanne habe ich dabei. Hallo. Im Rucksack. Das ist ja genauso groß wie du. Ja, dann gib mir mal das Tanne, dass ich hier nicht mal zumachen kann. So, Fackeln. In welche Tasche habe ich das denn jetzt wieder? Die ist leer. Ist da hier eine leere Kiste dabei? Hier hast du es rein, das Baumaterial. Nee, aber wenn du reinkommst, also, rechts. Hier unten die Kiste. Also, ja, halt die. Da habe genau, ich die Tanne reingelegt. Ist aber allerdings also quasi, unrefined, ja? Also, nee, das ist. Nee, das will ich aber nicht. Das ist aber dann Tanne. Ist Fichte wieder was anderes. Weil ich will dieses dunkle Holz haben hier oben. Ich hab Fichte reingelegt. Nur ja. Abmeckern, der Junge. Selbstverständlich. So, mal wegen Licht in das Dunkel hier reinbringen. So. Gut. Dann können wir hier auch noch welche dazwischen zwerbeln. Gut. Müsste hell genug sein, denke ich. Okay. Genau das wollte ich haben. Hast du da noch mehr von? Was von dem ja. Fichte. Ja, kann man so sagen. Könntest du eventuell mal kurz wegen zur Seite gehen? Du stehst meiner Kreativität gerade etwas im Weg. Mir aber nicht. Ich will doch fertig werden. Tup dich aus mit der Fichte. Ich will fertig werden, ich will wieder auf Adventure-Tour gehen. Ist der Sternenhimmel nicht schön? So, einmal das. Ich wüsste gerne mal, wo diese blöden Alien Creeper hin sind. Erkundungstour. Das gefällt mir halt nur nicht, wenn ich weiß, dass hier irgendwo welche rumeiern. Für die, die es nicht wissen, es gibt ja verschiedene Kometen oder Meteoriten, die da runterkommen. Und da gibt es unter anderem auch die großen von diesem Material, was wir in Folge 11 abgebaut haben. Und wenn du dieses Material siehst, dann gibt es da auch immer diese Alien Creeper. Die haben so einen blauen Schein um sich drum herum. Und die haben eine Sprengkraft, also die machen quasi 46,5 Herzen Schaden. Also sprich, die machen 95... Alter, so viel gesammelt. Ich bin vor einfach durchgewandert, gell? Ja gut, ich weiß ja auch nicht, wie lange die dann da bestehen, diese Teile. Na? Das ist halt wieder die andere Frage, wie lange sind die dann da, bevor die dann letztendlich dann auch verschwinden? Okay, haben wir das erstmal dahin.
So, das sieht dann nicht mehr laggig aus. Soll ich jetzt machen? So, hier haben wir Holz. Also machen wir hier das Unrefined. Achso, hier hast du schon. Ja, wir können ja Cobblestone und sowas können wir ja gleich hier drüben. Legen wir drüben separat rein. Haben wir hier Holz drinne. Und hier oben haben wir dann das Holz rein, was in Bretter gemacht ist. Also hier unten haben wir das Rohmaterial Holz rein. Und hier oben haben wir das rein, was in Bretter gemacht ist. So. Gut. Jetzt brauchen wir. Zack, zack, zack. Müsste eigentlich rein theoretisch in meine Umlaufbahn gehen, oder? Also eine Sammelsuche wieder auf, scheiße. So, so. Hast du zufälligerweise einen Hut aufgehoben? Gib mir den bitte mal. Ja. Danke. Hier, komm mal kurz rüber.